Ein Sachse in Paraguay. Moin zusammen. Unsere Gründe, Deutschland zu verlassen. Das wird ein relativ spannendes und auch so ein wenig zweigeteiltes Video, weil wir natürlich auf der einen Seite positive Gründe haben und auf der anderen Seite dann halt auch negative. Und ich hoffe, dass ich mich da nicht ganz so sehr in Rage rede, dass mir gleich der Kanal dann gesperrt wird. Da haben wir ja schon den ersten negativen, aber kommen wir dann später dann dazu. Wir fangen mal mit den positiven Gründen an, denn das Thema Auswandern beschäftigt mich ja auch schon länger. Also wir wollten ja schon länger dann aus Deutschland wieder weg. Und ich habe das Ganze auch schon mal gemacht, allerdings alleine und damals noch nicht mit Familie. Und die positiven Gründe, also den Gedanken, in einer anderen Kultur, in einer anderen Welt zu leben, habe ich ja schon als Jugendlicher gehabt. Also das ging dann so los mit 15, 16, als dann wirklich auch das Thema dann arabische Welt auch aus familiären Gründen dann akuter wurde und ich mich dann mehr und mehr dann auch mit dieser Welt dort beschäftigt habe. Und da gab es ganz viele kleine, aber halt fürs alltägliche Leben doch ganz wichtige Gründe, wo ich gesagt habe, ja, also ich möchte gern dorthin. Wir haben zum einen kulturelle Gründe, also allein schon eine andere Sprache, eine andere Kultur. Also die Araber haben meistens zumindest so ein Lächeln auf dem Gesicht. Es grüßt jeder freundlich. Es ist einfach eine andere Mentalität. Ähnlich ist das ja auch hier dann in Paraguay, dass die Leute einfach, ja, es ist ein anderer Lebensstil. Und zu diesem Lebensstil gehört halt auch dieses Verhältnis Arbeit und eben Freizeit und Leben. Es ist bei weitem nicht so, dass man sowohl in Oman als auch hier, dass man weniger arbeitet als in Deutschland. Also das rein von den Stunden und rein auch vom Nervenaufwand ab und an, das ist nicht der Fall, überhaupt nicht. Aber die Freizeitgestaltung ist einfach anders. In Oman war das einfach gang und gäbe und das kann man sich auch vor der Auswanderung, man kann sich das so ein bisschen vorstellen und ein bisschen, aber wirklich wie das in der Realität ist, weiß man dann erst, wenn man das wirklich hat, dieses Freizeitthema in Deutschland. Ich war dann auch nach meiner Rückkehr ganz schnell wieder in diesem Trott drin. Dann gehst du auf Arbeit und kommst abends nach Hause und machst dann mal noch einen Fernseher an oder einen Laptop. Aber viel mehr passiert dann meistens nicht mehr. Und das war halt in Oman schon völlig anders. Also wir haben uns dann auch, wenn das dann abends 10:30 war, halt noch mit Freunden am Strand getroffen. In Restaurants, auch immer in der Bar, wie auch immer. Und dann auch am Wochenende. Anfangs war das auch nur ein Tag, aber trotzdem macht man dann so seine Wäsche und Zeugs, räumt ein bisschen auf und trifft sich dann trotzdem mit Freunden. Und dieses Lebensgefühl ist einfach was anderes. Oder dass ich einfach die Chance habe, okay, ich fahre in die Wüste, ich miete mir ein Boot oder was eben auch immer. Das konnte ich ja jedes Wochenende mir neu einfallen lassen. Und wir haben auch in Oman im Freundeskreis viel, viel mehr Ausflüge gemacht, als das dann später in Deutschland der Fall war. War einfach so. Und das ist so ein Punkt, der mich dann auch immer wieder geärgert hat, als ich in Deutschland war, auch also über mich selber, weil ich das selber halt, wie gesagt, ich war dann sehr schnell wieder in diesem Trott drin. Was dann auch noch so ein Thema ist, auch schon damals als Jugendlicher, das Thema Steuern. Mir war schon damals aufgrund von diversen Büchern, war mir das schon durchaus bewusst, auch wenn ich es selber für mich in der Realität ja so noch nicht gemerkt habe, aber dass eben das Thema Steuern mehr oder weniger eine Enteignung ist und dass das mich von meinen Zielen abhält, insbesondere von meinen finanziellen Zielen und von den Zielen, was mein Lebensstil und so angeht. Wobei ich damals halt auch noch davon ausgegangen bin, dass die Steuern ja auch überwiegend für positive Dinge eingesetzt werden. Auch das ist ein Punkt, kommen wir dann später nochmal dazu. Aber in Oman ist es so, es gab zu dem Zeitpunkt zumindest damals nahezu keine Einkommensteuer. Das ging dann erst ab irgendeinem Level hoch, wo es dann sowieso auch egal war.
Ja, auch sowas wie Mehrwertsteuer und so, das gab es damals alles noch nicht, gibt es jetzt. Es gab dann so eine Art, also nicht so eine Art, es gab dann so Luxussteuern und solche Sachen. Aber im Endeffekt, das hielt sich echt alles im Rahmen, genau wie das hier auch der Fall ist. Es gibt Steuern, aber das ist deutlich, deutlich weniger, als das in Deutschland der Fall ist. Was ja auch logisch ist, wenn man aus einem Land kommt, wo die Steuer- und Abgabenlast die höchste weltweit ist. Ich hatte auch da wieder zurück, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden dann immer auch bei mir dann so durchs Leben. Merkt man so in den einzelnen Situationen gar nicht so, aber im Rückblick ist es dann doch schon so. Ich hatte auch schon als Jugendlicher so dieses Ziel, ich möchte irgendwann mal mein eigenes Hotel haben. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen abgewandelt, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass auch dass die Touren selber auch wahnsinnig viel Spaß machen und man da logischerweise viel mehr auch vom Land dann kennenlernt. Aber so ganz verschwunden ist das aus meinem Kopf noch nicht. Und ich möchte das Hotel dann halt auch in einem Land, was für mich als Urlauber interessant ist. Und Deutschland ist auch, hat sehr, sehr schöne Ecken, keine Fragen, aber meistens nur saisonal. Und das, ja, ich bin nicht so der Wintermensch. Das ist einfach ganz einfach so. Und das spielt dann halt alles dann auch damit rein. Und dazu kommt, dass es auch einfach eine Preisfrage ist, in Deutschland ein Hotel aufzumachen. Und vor allem, was bleibt dann auch übrig? Da wieder Thema Steuern, Abgaben und so weiter. Oder das in einem anderen Land in der Welt zu machen. Und was dann auch noch mit dazu kommt, sind dann halt bürokratische Sachen. In Oman war es schon auch so, dass Bürokratie hier und da auch ein ganz schönes Ausmaß angenommen hat. Und du brauchst es halt für sehr viele Sachen, auch deine Lizenzen und so weiter. Aber trotzdem ist das alles nicht in dem Ausmaß, wie das in Deutschland ist. Wenn man es einmal gemacht hat, dann gut, einige Sachen muss man dann immer mal wieder verlängern und so, aber das geht schon. Das ist ein Unterschied, als wenn da jede Woche irgendwie, weiß ich nicht, zig Briefe von irgendwelcher IHK, von Krankenkassen, vom Finanzamt, von was weiß ich, irgendwelche Werbegeschichten und so weiter. In Oman und auch hier in Paraguay, wir hatten keinen Briefkasten. Es ist einfach so. Und ja, das macht dann schon auch viele, viele Sachen deutlich angenehmer. Also, und das hatte ich ja auch schon so ein bisschen bei dem Lebensstil mit angedeutet, einfach auch die Menschen. In Oman war das dann halt auch gang und gäbe, ja, du wirst halt mal hier und da zum Kaffee oder irgendwas eingeladen. Auch wenn es überhaupt nicht irgendwie geplant war, aber na und, dann setzt du dich da halt mal eine Stunde mit hin oder 2 Stunden. Oder wenn du irgendwo einkaufen warst im Bazar, wirst zum Tee eingeladen. Ja, dann ist das halt so. Und man erfährt dann halt auch viel, viel mehr von den Menschen. Das ist halt mehr so ein, ja, mehr auf Persönlichkeit oder auf persönliche Geschichten ausgerichtetes Leben. Und das liegt mir einfach mehr. Ich rede halt auch ganz gerne über diverse Sachen, auch mal ein bisschen Tiefgründe, über, egal ob das jetzt persönliche Dinge, ob das Investitionen und so weiter sind. Und das geht halt nicht, wenn das so oberflächlich ist. So. Und ja, auch das ist einfach ein Grund gewesen, dann zu sagen, nee, Deutschland ist da dahingehend dann vielleicht auch nicht mehr so das richtige Land. Wobei man muss da auch dazu sagen, in vielen Ländern also der Erstkontakt ist sehr oft relativ oberflächlich. Man bekommt zwar dann immer Eindrücke auch von den Leuten und so weiter, aber oft, ich sag mal so als kleines Beispiel, dauert das auch, bis man mal irgendwo zu Hause eingeladen wird und dann wirklich auch mal hinter die Kulissen blicken kann. Also das ist dann, das geht dann auch nicht von heute auf morgen. Das muss man auch dazu sagen. Und ja, das soll es mal so als kleiner Einblick in die positiven Gründe gewesen sein. Und dann kamen halt auch immer weiter, immer mehr negative Gründe dazu. Übrigens, das vielleicht dahingehend noch vorweggeschoben, nicht erst seit den letzten 2,5 Jahren. Die waren natürlich besonders heftig und da haben sich einfach viele Entwicklungen massivst verschärft. Aber die sind schon deutlich vorher gestartet worden. Wenn man sich einfach mal, das ist schon der erste große Punkt, einfach wirtschaftliche Entwicklungen anschaut, das Geldsystem, das Finanzsystem, die Eskapaden der EZB, auch die Entwicklung, wo das hingehen soll.
Und da sind ganz viele Gründe, die dann jetzt kommen, die einfach auch, da geht es nicht darum, nur Deutschland zu verlassen, sondern ganz wichtig für mich, für uns war auch das Thema raus aus der EU, weil viele nationale Gesetze einfach dann, ja, Vorgaben aus Brüssel sind, die dann einfach umgesetzt werden. Wir brauchen dann nur jetzt nach Holland gucken, mit den Bauerngeschichten, mit den Änderungen, die da durchgeboxt werden sollen. In Deutschland auf einem leicht anderen Weg, aber auch mit ähnlichen Änderungen, die einfach die Landwirtschaft mehr und mehr noch weiter zerstören. Ich will jetzt gar nicht so sehr dazu hingehen, wo das alles hinführen soll. Kann sich jeder selber seine Gedanken machen. Gibt es auch genug Quellen. Aber nochmal zurück zur EZB. Also ich meine, wir haben in Europa jetzt eine Inflation offiziell von über, was waren es, 8,6% war das, glaube ich, im Juli. Und das ist die offizielle. So, ist ja auch völlig logisch, dass das irgendwann mal kommt, wenn man permanent Geld druckt, als EZB, deren erste Aufgabe ja eigentlich die Preisstabilität ist. Also das läuft ja völlig zuwider. Und was da dann jetzt einfach noch für Entwicklungen sind im Zusammenhang mit der EZB, digitaler Euro. Nur einen ganz kurzen Abriss. Also wenn das dann so ist, wie das geplant ist, und es steht alles auch auf deren Webseite. Also das kann man alles nachlesen. Das ist alles geplant und wird ja auch hier und da getestet. Norditalien, in Bayern gibt es ein Testprogramm. Kurzum, man hat dann irgendwann, soll man dann sein Konto nicht mehr bei einer Geschäftsbank haben, sondern direkt bei der EZB, die dann das Geld ausgibt. Das wird irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen sein, weil die Wirtschaft völlig am Boden ist und die Menschen nicht mehr kommen. Da wird man dann irgendwann sagen, ja, guck mal hier, eure Politiker haben es nicht auf die Reihe bekommen, das kann alles weg. Wir brauchen jetzt eine supranationale, Stichwort EU, supranationale Art von Regierung, und wir haben aber die Lösung von euch, wir bringen euch ein neues Geldsystem, euer Euro war ja sowieso nichts mehr wert, der wird jetzt digital. Komplett digital. Das wird nicht von heute auf morgen, der wird nicht, glaube ich zumindest nicht, der wird nicht komplett sofort dann das Bargeld ersetzen, aber immer Schritt für Schritt, immer Schritt für Schritt. Was für einen Vorteil hat man dann damit? Man kann einfach Negativzinsen durchsetzen. Wenn man eben der Meinung ist, wir brauchen jetzt mal minus 10%, dann macht man das einfach. Man kann gewisse Sachen steuern, wie sich die Menschen verhalten sollen. Stichwort Sozialkreditsystem. Du darfst nur noch den und den Betrag für Wohnen ausgeben oder den und den Betrag im Umkreis von so und so vielen Kilometern. Du hast da einen Kommentar geschrieben. Hier, Stefan, das gefällt uns aber gar nicht. Warte mal, da musst du jetzt mal noch eine Strafzahlung und. Oder andere Geschichten, die Bußgelder und. Das kann ja sofort alles gleich vom Konto genommen werden. Und auch da gerne mal nach Kanada schauen oder nach China. Wenn die Menschen einem dann nicht mehr gefallen, den werten Herren der Zentralbank oder der Regierung, dann wird auf Knopfdruck bist du all deine finanziellen Mittel los. So, und wer einmal in diesem System drin ist, da wieder rauszukommen, das wird, glaube ich, bitter, bitter böse. Was da dann alles mit reinspielt, sind dann auch diverse Gesetzesänderungen, EU-Vermögensregister, Zensus, Grundsteuerreform und. Das sind, also, wie gesagt, ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich mich da hier nicht zu sehr in Rage rede, aber das sind alles Sachen, die einfach nur der Kontrolle der Menschen dienen, der Enteignung der Menschen, der weiteren Enteignung. Man muss sich auch da einfach mal auf den Goldpreis zum Euro schauen. Der Euro wurde 1998 gegründet als Buchgeld. 2001 war, glaube ich, dann die Einführung als Bargeld. Seitdem, im Vergleich zum Goldpreis, sind das über 90%, die der an Wert verloren hat. Beim Dollar, der 1971 die Bindung zum Goldpreis aufgehoben hat, die ja damals schon auch keine ganz echte mehr war, aber da sind es auch, ich glaube, 95%, die der verloren hat seit dieser Zeit. Also man sieht einfach, wo die Reise hingeht. Die wirtschaftliche Entwicklung in der EU grundsätzlich ist einfach nur schlecht. Und dann in Deutschland, das ist noch viel katastrophaler, wenn man sich im Vergleich zu anderen EU-Ländern das anschaut. Dazu kommt natürlich auch, dass die Regierung gewissermaßen auch
einfach einen Anreiz hat, die Inflation hochzuhalten. Wundert sich da keiner, dass man sich jedes Jahr über höhere Steuereinnahmen und so weiter freut? Ja, ist doch logisch, wenn die Preise immer höher werden, noch dazu neue Steuern und Abgaben kommen und aber einfach, ja, allein schon aufgrund der Mehrwertsteuer und aufgrund der kalten Progression dann auch bei Lohnerhöhungen und. Na klar werden die Steuereinnahmen immer höher, auch wenn die Wirtschaft vielleicht nicht wächst. Und dazu kommt, Kredite werden dahingehend dann halt immer weniger wert. Und deswegen, das im Zusammenspiel mit Negativzinsen und immer weiter Geld drucken, das ist einfach ein Teufelskreislauf. Den fängt man irgendwann nicht mehr ein. Und gerade wenn man sich dann die Versuche einer Zinserhöhung der EZB anschaut, nee, das ist kein Versuch, das ist dieses Endspiel wird einfach nur so lange verlängert oder versucht zu verlängern, bis der digitale Euro kommt als CBDC, als digitale Zentralbankwährung. Auch da gerne mal übrigens auch in Richtung Ukraine schauen, dort wird das auch eingeführt. Also man könnte ja meinen, die hätten jetzt eigentlich andere Themen zu bearbeiten, aber nö. So, und also ja, ist, wie gesagt, da geht es halt einfach mehr und mehr um das Thema Kontrolle. Was da auch mit reinspielt, sind natürlich dann jetzt auch die letzten 2,5 Jahre. Ich als Tourismusmensch habe quasi seit 2,5 Jahren Berufsverbot und das wird ja auch nicht besser. Also wenn man sich die Entwicklungen bei Airlines anschaut, das Chaos an Flughäfen, auch da wieder komischerweise, parallel in mehreren westlichen Gesellschaften zeitgleich. Das Thema Tourismus wird nicht wieder, oder es wird ewig dauern, ehe das wieder halbwegs ein Niveau erreicht, wo man als Gesellschaft auch da gewissermaßen mit von leben kann. Das wird jetzt im nächsten Herbst, Winter und so weiter, wird das ganz viele noch hinwegraffen, wobei das nicht nur den Tourismus betrifft. Also das wird ganz viele Branchen betreffen, wenn man dann auch sich die Energiekosten, wenn man sich Gaspreise und so weiter, wie soll denn das funktionieren? Da sind wir wieder bei dem Thema bewusst herbeigeführter Zusammenbruch, dass die Menschen gar nicht mehr anders können, als dann ein bedingungsloses Grundeinkommen, was vielleicht am Anfang bedingungslos sein wird, als das einfach anzunehmen. Wenn da, was weiß ich, wenn da irgendwelche Versorgerpreise für Gas und Strom und da sind die heftigen Entwicklungen ja noch gar nicht mit drin, aber die sind ja jetzt schon vervierfacht. So, es laufen inflationshemmende Maßnahmen wie, egal ob man das jetzt für sinnvoll erachtet oder nicht, aber wie 9-Euro-Ticket, wie Spritpreisbremse quasi, das leuchtet dann auch irgendwann alles wieder aus. Mal ganz davon abgesehen, auch da wieder Staatshaushalt, mit welchem Geld ist das denn? Das sind die 100 Milliarden für die Bundeswehr, das sind irgendwelche Schattenhaushalte, die einfach wieder neu gedruckt werden. Guckt euch mal die Bilanz der EZB an, die Bilanz der FED, der amerikanischen Zentralbank. Gibt noch ganz viele andere weltweit. Die haben jede Finanzkrise seit 2008 immer mit frisch gedrucktem Geld quasi nur noch weiter in die Zukunft verschoben. Und genau das wird jetzt weitergemacht. Und auch da, das ging nicht erst mit irgendeiner C-Pandemie oder sonst irgendwas los. Das war schon deutlich eher. Nur hat man dann natürlich die Auswirkungen beim Gelddrucken auf der einen Seite nochmal deutlich verstärkt. Aber dadurch, dass eben kein Angebot da war, dass die Lieferketten so gestört wurden, und ich sage bewusst wurden, gab es halt das Angebot einfach, das hat keiner mitgekriegt. Die Inflation hat sich im Prinzip auf den Finanzmarkt, also Immobilienpreise, Aktienpreise und, hat sich dort ausgetobt, weil die eben den Zugang zu diesem frisch gedruckten Geld hatten. So, das kam ja überhaupt nicht bei den Menschen an. Und auch da, wenn man sich die Aktienmärkte mal anschaut, die sind einfach mehr wert als das BIP. Das kann ja überhaupt nicht sein. Das muss irgendwann krachen gehen. Und ja, wird es halt meiner Meinung nach auch. Und dann hat man eben dieses wirtschaftliche Thema, dieses finanzielle Thema und auch dieses, was wir in Deutschland noch mit haben, das Thema der Sicherheit. Also
sowohl die Statistiken als auch das gefühlte Thema der Sicherheit. Wenn man sich einfach den Umgang mit Demonstrationen anschaut, dass da völlig mit zweierlei Maß gemessen wird. Auch das Thema Polizeigewalt, was so in den Medien, wenn dann meist völlig verkehrt wiedergegeben rüberkommt, wenn man sich einfach mal auch Videos in voller Länge und so anschaut. Das Thema Zuwanderung, was da ja auch mit reinspielt in das Thema Sicherheitsaspekt. Auch das fängt man halt irgendwann nicht mehr ein. Und schon gar nicht mit den Mitteln und Maßnahmen, die da getroffen werden. Aber auf der anderen Seite ist ja jetzt dann schön eine Kommission gegründet, dass die Bundeswehr dann auch im Inneren tätig werden darf und dann bei Demonstrationen zum Beispiel gegen die Bösen, die dann gegen Inflation und sowas protestieren werden. Guckt euch einfach an, wie die Leute alle jetzt schon auch in die Ecke geschoben werden. Das wird der Hammer im Herbst in Deutschland. So. Und da wieder, was dann für Gesetzesänderungen auch, übrigens auch da wieder, Oktober 2019 zum Beispiel, Lastenausgleichsgesetz, dass das abgeändert wurde, dass man eben zum Beispiel auch für Impfschäden Lastenausgleich einführen kann. Oktober 2019. Glaube ich. War zumindest Herbst 2019. Also das mal noch ein bisschen vielleicht abschwächen, weil das habe ich mir jetzt nicht nochmal rausgesucht. Aber es war auf alle Fälle vor dem Ausbruch. Und Lastenausgleich und fällt mir jetzt nicht ein. Aber gab es einige Gesetze, die da angepasst wurden, um einfach den Leuten dann wieder weiter Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das wird kommen. Die haben die Gesetze ja nicht zum Spaß geändert. Das wird mehr und mehr. Ob das alles durchgeführt wird, weiß ich auch nicht. Aber es werden Maßnahmen kommen. Da werden sich noch einige ganz schön umgucken. Auch dann Immobilienbesitzer, gerade was dann jetzt die Grundsteuerreform angeht, gerade Einfamilienhausbesitzer, da werden sich noch einige umgucken. Und was man auch immer nicht vergessen darf, als Immobilieninvestor, dann das ganze Thema energetische Sanierung. Was da für Wahnsinn fabriziert wurde die letzten Jahre, was da noch auf uns zukommt. Jo, auch da viel Spaß. Und zu diesem ganzen schon längerfristig bekannten Dingen kamen dann halt noch so die ganzen Lockdown-Maßnahmen und der letzten Monate, Jahre. Was man ja auch schön mit dem Klima dann genau weiter wieder machen kann, schön Homeoffice und Lockdown und auch da, schaut ruhig mal auch so ein paar Sachen vom WEF, vom Weltwirtschaftsforum an, was die alles sich so vorstellen. Das ist völlig krank. Also Verbot von Besitz von Autos und so weiter. Das ist einfach völliger Wahnsinn. 2030 dann, Great Reset und Agenda 2030. Du wirst nichts mehr besitzen, aber du wirst glücklich sein. Hat bis jetzt noch nie in der Gesellschaft auch nur ansatzweise funktioniert. Und ich weiß auch nicht, wie das sein kann, dass da ein kleiner Kreis von Leuten über die komplette Welt dort Regeln aufspannen will und die Menschen einfach immer mehr einschränken will. Und was für mich die letzten Monate so erschreckend war, wie die Gesellschaft das alles so mitspielt. Nur so ein paar Beispiele. Da hatten wir dann einen Anruf von einer Schule zwecks Vorstellungstermin und übermorgen 8 Uhr. Ich sage, kein Problem. Ja, dann bringen Sie doch bitte Ihren Peaks-Nachweis mit. Nee. Dann Ihren Test. Nee, dann machen wir den Test hier. Nee, dann machen wir auch nicht. Dann treffen wir uns draußen und Ihre Tochter geht dann mal kurz mit rein und macht dann so Wissenstests und sowas drin. Dachte ich mir schon, weil man hatte ja dann auch schon anderes erlebt. Komme ich gleich dazu. Dachte ich mir schon so, das ist doch okay. So. Am besagten Tag, 8 Uhr, wir stehen dort, keiner da. Ich rufe die Dame an. Ich habe nochmal mit dem Gesundheitsamt gesprochen und das kann man nicht machen mit dem Treffen hier draußen und unter den Umständen. Sie können dann auch, also da kann Ihre Tochter den Platz auch nicht bekommen.
So. Ähnliches in der Schwimmhalle. Ich hatte mal so den Anfall, ja, hole ich mal das Mädel ein bisschen eher ab, dass wir schwimmen lernen dann im Kindergarten. Hab überhaupt nicht dran gedacht, wir kommen ja gar nicht rein. Und dann, so, wir gehen da rein mit Schwimmklamotten und werden dann an der Kasse quasi ausgelacht. Und also die, so eine spaltende, abweisende Gesellschaft, ich finde das einfach schlimm. Ich hoffe, das kriegt man irgendwann mal wieder eingefangen oder man fährt dann irgendwie, gibt dann Leute, die fahren dann irgendwie Weihnachten nach Hause irgendwie, kommen dann abends an und werden dann von der Familie wieder rausgeschmissen, weil ein Kind hustet. Also und kein Mensch denkt da mal drüber nach, dass das, was denn das eigentlich für ein Irrsinn ist. So, und ja, auch das Thema, was weiß ich, Schilder dann an irgendwelchen Einkaufsläden. Hier werden nur Gespritzte bedient. Oder dann kurze Zeit später, kein Zutritt für Russen und so weiter. Ey, also das muss doch mal eine Gesellschaft merken, was das für ein Wahnsinn ist, was das für eine Richtung ist. Ich meine, das sind genau die gleichen Sachen und das ging auch genauso los, wie wir das mal in der Schule gelernt haben. Also einige zumindest. Und auch 1933 ging das nicht gleich mit Vernichtungslagern los. Und wenn jetzt dann sagt, so, guckt mal gerne nach Australien. Auch in Schleswig-Holstein zum Beispiel wurden Quarantänelager eingeführt. China brauchen wir, glaube ich, gar nicht anfangen. Aber gerade in der ach so freien westlichen Welt sind solche Sachen auch da gewesen und vorbereitet gewesen und. Und wir wissen ja noch nicht, was da noch kommt. Dann werden jetzt mal irgendwelche Affenpocken, die mit den bisherigen Affenpocken überhaupt nichts zu tun haben, wird dann jetzt einfach auch mal von der WHO, auch so eine ganz tolle Organisation, die dann meint, die Welt regieren zu müssen. Und das Schlimme ist, sie machen es ja auch. Alles übrigens irgendwelche NGOs, Nichtregierungsorganisationen, alle von irgendwelchen privaten Stiftungen und so weiter finanziert. Das ist so ein kleiner Kreislauf und die bestimmen dann, wie die Menschheit zu leben hat. So, und deren Vorsitzender stellt sich dann noch gegen sein eigenes, von ihm einberufenes Expertenkomitee und ruft da wieder eine weltweite Notlage aus. Also wir sind dahingehend von demokratischen Prozessen, von freiheitlichen Prozessen so dermaßen weit entfernt. Und dann eben diese gesellschaftliche Entwicklung, die dann da einfach noch mit reinspielt. Gut, hatte ich auch schon erzählt, auch da wieder, mein Hauptauftragsgeber hatte ja dann auch quasi den Auftrag gekündigt, aufgrund eines solchen Grundes. Also, das ist eine Gesellschaft, nee, in der möchte ich dann nicht leben und ich möchte es auch vor allem für meine Kinder nicht. So, weil die sollen nicht in so einem Scheiß. Auch da noch eine kleine Geschichte, Kindergarten. Ich hatte mich mit der Leitung auch hier und da mal unterhalten. Wir haben da völlig unterschiedliche Auffassungen gehabt. Zum Glück haben das nicht alle so gesehen. Aber dann, das war so, ich glaube, das war der erste Herbst dann 2020. Da habe ich Donnerstagnachmittag meine Kinder abgeholt. Und da hieß es, ja, morgen gibt es eine Testung. Das war, als von Roscher gerade so ein neuer Test eingeführt wurde. Und ich sage, nee, also von unseren Kindern wird da keiner getestet. Ja, aber ist doch gut und ja, ist ja vom Gesundheitsamt und ist freiwillig. Ich sage, ja, was heißt denn freiwillig? Was hat denn das für Konsequenzen? Ja, nee, keine. So. Nächsten Tag kam ich dort an, habe die Kinder wieder hingebracht und habe dann, also es war dann schon so eine Elternmasse dann vor dem Kindergarten, da dachte ich mir schon, wenn man dann so die Diskussion dann so vorbei hört, da dachte ich mir schon, komischerweise, das noch kurz als Einschub, ist das auch sehr unterschiedlich, wenn man sich mit Menschen unter vier Augen unterhält und wenn man dann später so in WhatsApp-Gruppen von Eltern und so weiter schaut, wie unterschiedlich die Leute da teilweise reden. Also da denke ich, habe ich da irgendwie mit Zwillingsschwester oder was gesprochen oder was war das denn? Aber egal. Wieder rein mit den Kindern und dann hatten die, dann war in jeder Gruppe so drei wirklich komplett verhüllte Marsmenschen,
Nicht mal in einem separaten Raum, die waren in den Gruppenräumen drin und haben dann dort die Kinder getestet. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Also, Punkt 1. Null Info, was passiert mit den Daten? Null Info, was wurde getestet? Null Info, was sind das für Tests? Und. Nix. Absolut null. Und dass dann sich ein Großteil der Eltern dann da draußen noch hinstellt, du hörst drin die Kinder schreien und draußen stehen die Eltern, ja, aber das haben die ja gut gemacht, die Kinder haben ja auch ganz gut mitgemacht und. Also, mein Kind hat das gesehen, wie die Marsmenschen dort in der Gruppe sind und ist zu mir hingerannt gekommen und hat gesagt, nee, Papa, ich will nach Hause. So. Und mag sein, dass das nicht alle Kinder betroffen hat, aber alleine, was das mit den Kindern macht, in Schulen, wenn dann Kinder draußen hingesetzt werden oder irgendwie ganz hinten hin, Leute, naja, wahrscheinlich die das Video hier sehen, die muss ich dann nicht ansprechen, weil ich glaube, das merkt man ja auch hier in der Pension, ich meine, die Gespräche sind immer relativ ähnlich, so die ersten, also, aber nochmal, das hat mit einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft überhaupt nichts mehr zu tun, aber immer schön mit dem Finger auf andere zeigen. So, und dann sind wir noch bei einem weiteren Punkt, was dann so die Politikerkaste angeht. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, also das sind ja eh auch nur, also die sind ja nicht mehr autark. Also man muss sich nur anschauen, wer von den deutschen Ministern und auch Spitzenpolitikern, Baerbock, Merkel, selbst Kohl war dort schon mitzugange, Habeck, selbst ein Kubicki, was ich nie im Leben gedacht hätte und so. Aber ja, alle schön beim Weltwirtschaftsforum in den diversen Ausbildungsprogrammen mit drin gewesen. So, und teilweise noch drin. Auch andere westliche Politiker. Und dann stellt sich ja ein Chef des WEF hin, das ist dann auch schon völliger Größenwahn, das in der Kamera dann zu sagen, ja, dass er ganz stolz ist, dass hier so ziemlich jetzt alle zumindest westlichen Regierungen gekapert haben. Und nichts dazu kommt in den Medien. Also die Medien spielen da halt auch ein wahnsinnig böses Spiel. Auch da wieder, man muss ja nur schauen, von wem wie finanziert werden, weil vom Leser ist es nicht mehr. Und die Medien, die vom Leser finanziert werden, die sind natürlich ganz böse, die sind ganz schlecht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Schön lieber GEZ und dann wieder über private Stiftungen, die sind in Ordnung, die Medien. Wo war ich? Ach, bei den Politikern. Ich habe so vor, das war so zur Zeit von Gutenberg und so weiter, als die Affäre dann aufploppte, da habe ich dann auch meinem Vater mich mit ihm unterhalten und so. Ich habe das nie verstanden, warum Minister nie in dem Feld eingesetzt wurden, aus dem sie eigentlich kommen, wo sie zumindest gefühlt eine Expertise hatten. Ich hab's einfach nicht verstanden. Aber mittlerweile muss ich ja schon sagen, so wie Dr. Markus Krall das mal gesagt hat, die haben sich einfach eine Wagenburg der Inkompetenz aufgebaut. Dieses System, dieses politische System ist so, wie es jetzt ist, völlig nutzlos, völlig am Ende. Es ist ja auch eine völlige Einheitspartei. Es gibt keine Opposition mehr. Es gibt keine Opposition zum Klimawandel oder zu irgendwelchen C-Maßnahmen und so weiter. Das gibt es nicht mehr. Es ist Einheitsbrei. So. Und mittlerweile, also wie gesagt, das ist keine Wagenburg der Inkompetenz. Also doch ist es, aber das ist eben bewusst so herbeigeführt. Und was die für Entscheidungen treffen, ich bin mir auch nicht mehr immer sicher, ob die finanziell, ja, gibt es ja auch noch, dann was das Bundesverfassungsgericht dann alles durchwinkt und auf der anderen Seite blockiert, auch da, das macht mich auch wieder immer völlig fassungslos. Und na klar, eine Krähe hackt der anderen kein Auge raus. Spendenaffäre, wird dann, ja, alles legal, wird dann einfach mal so durchgewunken. Also, und auf der anderen Seite werden aber dann Ärzte, Anwälte, Richter und so weiter, die eben nicht die Regierungslinie vertreten, auch Wissenschaftler, schon alleine auch wieder die Wissenschaft. Was ist denn die Wissenschaft? Die gibt es nicht. Punkt. So, aber die dann eben eine andere Auffassung vertreten und komischerweise alles gerade so auch im medizinischen Bereich, alles so nach und nach kommt jetzt dann so ein bisschen an die Decke. Aber die Leute, die das von Anfang an gesagt und auch wirklich begründet haben, erstens wurden die nie widerlegt. Es gab nie eine Diskussion.
aber die wurden platt gemacht. Platt gemacht mit Kontosperrungen, mit Hausdurchsuchungen, teilweise ab in Bau, unter fadenscheinlichen Begründungen. Und die Politiker, also die Politiker, die können sich alles erlauben. Wir haben eine Außenministerin, bei der weiß bis heute keiner, was die in ihrem Leben überhaupt gemacht hat. Spielt keine Rolle. Andere, früher sind ja Politiker mal noch zurückgetreten. Wer tritt denn heute noch zurück? Das ist ja schon, das hat ja schon Seltenheitswert. So, also wenn man sich einfach mal auch die Minister anschaut, da fällt mir, das tut mir echt leid, dass ich das so hart sagen muss, aber da fällt mir nicht einer ein, zu dem ich auch nur ansatzweise Vertrauen habe. Null. Ich war jetzt, wann war denn die Wahl? September 2021, war ich zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder was, ich glaube 2005 war Bundestagswahl, seitdem war ich das erste Mal wieder wählen. Nee, also dieses System, dieses politische System in Deutschland so gut, wie das mal gedacht war, aber es ist einfach völlig kaputt. Daraus wird keine Verbesserung mehr erwachsen, weil die halt völlig korrumpiert sind alle. So, auch da wieder Stichwort Transparenz, Nebeneinkünfte und. Muss ja alles nicht offengelegt werden. Das ist völliger Wahnsinn. Und das, diese Gründe, das spielt halt alles so zusammen. Dann eben die wirtschaftliche, die gesellschaftliche, die politische Situation. Ja, so dass man, dass dann der Zeitrahmen und nochmal, das betrifft auch viele andere Länder, aber nicht so in dem Ausmaß. Vom Thema Gas will ich gar nicht, also man wird auch dann von den Medien, von Politikern belogen und betrogen, unfassbar. Das Thema Gas, das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Das lassen wir mal weg, aber kann ja nur ganz kurz, es kann ja nicht sein, dass sich deutsche Politiker hinstellen über Gasengpass und Russland liefert ja nicht und so weiter, was so einfach nicht stimmt. Wir haben auf der anderen Seite das Gas wieder gen Osten geschickt und das irgendwie an Polen und Ukraine verkauft. Ein bisschen teurer, weil wir vernünftige Verträge hatten. Wie soll denn Russland schicken? Und Russland hat seine Verträge erfüllt. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Und hier wird das dann, oder in den Medien wird das dann immer so hingestellt, für die Situation, wir können da ja nichts dafür. Auch wenn man sich mal, auch das wieder politische Entscheidungen und Lobbyismusentscheidungen, wenn man sich mal die ganzen Windparks anschaut, was die für Schäden hervorrufen, auch da, bei E-Autos, bei Windparks und so weiter, es fragt kein Mensch nach dem Recycling. Was passiert denn mit dem ganzen Betonfundament, wenn so ein Windrad nach, was weiß ich, 16 Jahren dann abgeschaltet wird? Das bleibt einfach da drin im Boden und. Und da gibt es noch ganz viele mehr Sachen. Also auch die Informationen liegen alle bereit. Auch da gibt es Studien noch und nöcher für ganz verschiedene Themen. Aber es wird von der Politik einfach dann so durchgedrückt irgendwann stellt man sich dann hin und wundert sich, aber der Böse da drüben, der ist schuld. Ohne den wäre ja alles super. Und ja, das sind dann einfach alles, das kommt dann einfach alles zusammen. Und deswegen sage ich ja auch immer so ein bisschen, eigentlich war das jetzt keine freiwillige Auswanderung so in dem Sinne. Die persönliche Situation kommt ja dann auch immer noch mit dazu, die finanzielle. Wenn du halt keinen Sinn mehr siehst, gerade auch als dann mein Auftrag dann, Tourismus war platt, mein Auftraggeber hatte mir gekündigt und es war zu der Zeit auch, was weiß ich, Maskenpflicht, Testpflicht und in Büroräumen und so weiter. Und viele haben es halt durchgedrückt. Und nee, in so einer Firma will ich auch nicht arbeiten oder für so eine Firma. Und dann habe ich dann auch irgendwann innerlich resigniert und habe gesagt, nee, du musst dann jetzt oder wir müssen dann halt jetzt hier weg und wir müssen schnell weg. In dem Sinne ist es halt keine Auswanderung. Es ist ja zu gewissen Punkten eine Flucht. Jetzt nicht zwingend eine Flucht aus kriegerischen Gründen, wobei auch das,
weiß man ja auch nicht. Sollte das irgendwie, sollte das militärisch noch weiter eskalieren? Übrigens gehört auch ein russischer Präsident zum Zirkel des WEF. Das nur mal so nebenbei, oder auch die Chinesen. Also es ist halt alles, es ist, ich glaube, die treffen sich alle abends zum Tee, lachen sich einen Ast und fertig. Es ist ein geplanter Zusammenbruch des Systems. Gibt halt nur einige, die dann nicht mehr mitmachen. So. Wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich dann doch mal meinen Faden verloren. Putin, WEF. Ja, egal. Ich glaube, ich habe dazu auch genug gesagt. Also diejenigen, die das bis jetzt geschaut haben, die. Man muss die Gründe nicht alle nachvollziehen können. Ich habe mich da auch, das vielleicht abschließend noch dazu. Ich habe mich da auch wahnsinnig viel zeitlich auch mit solchen Sachen beschäftigt. Man rutschte dann so, ich schon immer Weiterbildungen und auch Kanäle über finanzielle Bildung und so weiter. Und irgendwann rutschte man dann halt so in dieses Freiheitsthema mit rein. Dann trifft man halt irgendwann mal auf eine Atlas-Initiative oder auf, dahingehend dann auch auf Markus Krall. Dann später dann halt auch auf Ernst Wolf, auf Florian Homm und so weiter. Also und beschäftigt sich dann halt mehr und mehr mit den Themen und auch dann mit medizinischen Themen. Also ich habe mir schon auch diverse Studien durchgelesen. Nicht alles verstanden, weil es einfach nicht mein Thema ist. Ich habe mir schon auch wirklich Erklärungen durchgelesen, was passiert überhaupt bei den Spritzen, was haben irgendwelche Masken für Folgen und so weiter. Das waren teilweise wirklich neben der Arbeit noch 6, 7, 8 Stunden, dann am Wochenende auch meistens noch mal deutlich mehr, die ich damit zugebracht habe. Und das macht auch depressiv. Also das hat mir nicht gut getan. Und auch da muss man dann irgendwann einen Cut machen, aus dem Kreislauf wieder raus. Ich habe das jetzt schon deutlich runtergebrochen, es ist nicht mehr ganz so viel. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt auch die Verpflichtung, für die Entscheidungen, die ich und meine Familie, die wir treffen, dass man da möglichst irgendwie Zusammenhänge versteht und informiert ist. Und ich glaube, dass viele Leute irgendwann auch noch aufwachen werden, auch wenn es dann nicht mehr so feierlich wird. Ich bin mal echt gespannt, was in europäischen Städten losgeht, wenn es dann eben wirklich knapp wird mit Energie, wenn es wirklich Blackouts gibt, wenn es wirklich dann auch Gewalt gibt, wenn die Supermärkte dann einfach auch Engpässe im Bereich Nahrungsmittel und so weiter haben. Ich meine, da kommen jetzt in der westlichen Welt da kommen einfach Sachen zusammen, überall die gleichen Maßnahmen, überall ähnliche Geschichten und auch dann alles, was dann nur um noch so Geoengineering und, das will ich jetzt dann alles gar nicht noch mit aufmachen, das spielt da ja aber alles noch mit rein. Und das, ja, ich glaube, das sind jetzt, glaube ich, auch allein schon einzeln genug Gründe, aber wenn man dann halt das gesamte Bild nimmt, ist einfach, ja, für mich völlig klar, dass ein freies Leben in dieser freiheitlich-demokratischen westlichen Welt so nicht mehr machbar ist. Und ja, gerade auch im Hinblick auf Familie und so weiter, wenn ich dann auch da wieder dann irgendwelche Maskenpflicht an Schulen und so weiter. Und ja, viele Leute haben dann im Frühjahr sich schon gefreut, jetzt Freedom Day und Maßnahmen aufgehoben und so weiter. Nee, das war auch im Frühjahr vollkommen klar, dass es im Herbst weitergeht. Da dann jetzt auch nochmal einen kleinen Blick in den Vorschlag zum neuen Infektionsschutzgesetz. Liebe Gesellschaft in Deutschland, wie lange wollt ihr den Scheiß denn noch alles mitmachen? So. Und ich frage mich ernsthaft, wie man dieses, ich hatte ja dann selber auch eine Phase, wo ich halt auch gesagt habe, mit dem und dem will ich nichts mehr zu tun haben und so weiter. Ich frage mich, wie man die Gesellschaft dann irgendwann wieder zusammenbekommen möchte. Ich kann nur hoffen, dass sich möglichst viele wirklich dann auch dem verweigern, was dann digitale Zentralbankwährung und so weiter angeht, was ich ja ganz am Anfang des Videos schon angesprochen hatte.
Weil in dieser ganzen Situation liegt auch eine wahnsinnig große Chance für die Gesellschaft. Nämlich aus diesem ganzen Great Reset-Schwachsinn, ja, ich sag mal, den eigenen Great Reset zu machen und rauszukommen aus dem ganzen Mist. Aus diesen ganzen Abhängigkeiten, weil die haben das Ganze auch nur ermöglicht, meistens finanzielle Abhängigkeiten. Auch da noch ein ganz kurzer wirtschaftlicher Exkurs. Man muss sich nur mal die Staatsquote anschauen in Deutschland. Die ist bei deutlich über 50%. Sprich, über die Hälfte des Einkommens ist von staatlichen Ausgaben abhängig. Also ob das jetzt Beamtengehälter und sind, Aufträge und. Das kann doch nicht sein. Auch das hat doch mit Marktwirtschaft alles nichts zu tun. Wir haben keine Marktwirtschaft. Wir haben also noch hier und da einen minimalen Anteil an marktwirtschaftlichen Dingen. Aber eine Marktwirtschaft bedeutet freie Märkte. Und die haben wir schon am wichtigsten Markt, nämlich dem Währungsmarkt und Geldmarkt. Da gibt es keine freien Märkte. Punkt aus Ende. So, und das sind alles Sachen, da muss man irgendwann hinkommen. Da muss man irgendwann wieder hinkommen. So, aber da gehört halt auch eine Gesellschaft dazu, die den, naja, kurzfristig schon verdammt harten Weg dann irgendwann auch mal begreift und mitgeht. Anstatt Gesellschaften oder anstatt Leute, die dann, ja, die dann vermeintlich den leichten Weg gehen, aber der halt völlig in eine Katastrophe führt. Sowohl für den Einzelnen, auch da, ich meine, braucht man sich ja dann auch mal nur wieder irgendwelche gesundheitlichen Folgen, die ja dann so nach und nach vorkommen, anschauen. Auch wieder Folgen der Kontrolle, Folgen der individuellen Freiheit. Ja, die Gesellschaft muss raus da. Und das hoffe ich doch. Allerdings glaube ich, dass die nächste Zeit gerade in der EU, das wird ein völliges Desaster. Jetzt bin ich auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin vergessen habe. Sollte das Ganze militärisch eskalieren, es glaubt doch keiner, dass das irgendwo auf russischem Gebiet oder auf amerikanischem Gebiet oder auf chinesischem Gebiet passiert. Völlig egal. Nein, das wird gepflegt in der Mitte Europas passieren. So, und dann guck, ja, einfach mal gerne auf die Karte gucken, wo liegt denn Deutschland überhaupt? Jo. Muss jetzt nicht zwingend Deutschland, da gibt es ja auch noch ein bisschen andere, aber das wird ja nicht in den Ländern passieren, die ganzen Maßnahmen mehr oder weniger steuern. So, ich glaube, das waren genug Gründe, warum wir aus Deutschland ausgewandert oder zum Teil geflüchtet sind. Oder sagen wir so, warum die Auswanderung sehr, sehr, sehr schnell gehen sollte dann auch. Und ja, wahrscheinlich, das werden auch viele, wenn das völlig anders sehen, das ist auch völlig in Ordnung. Dann kann man ja einfach normal drüber sprechen, aber auch das ist ja abhanden gekommen. So einfach normale inhaltliche Diskussionen sind ja überhaupt nicht mehr machbar. Es ist ja immer nur noch schwarz und weiß. Ja, gern wieder eure Kommentare unten reinschreiben. Wie seht ihr die Situation? Kann auch sein, ich liege völlig falsch. Dann haben wir halt trotzdem diese Entscheidung so getroffen. Was habt ihr vielleicht auch für Vorkehrungen getroffen? Was habt ihr vielleicht auch, keine Ahnung, für Tipps für andere? Es gibt ja auch, das muss ja nicht dann zwingend immer gleich auswandern sein, aber vielleicht gibt es ja auch Tipps, die man Leuten geben kann, die sich vielleicht aus diesem System auch ein bisschen innerhalb Deutschlands dann rausziehen wollen und so weiter. Gibt's ja auch alles. Habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt. Gerne kommentieren. Gehen wir davon aus, das Video wird jetzt nicht allzu viele Likes bekommen. Aber alles gut. Nochmal, es muss nicht jeder mal der gleichen Meinung sein. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Gründe dargestellt, warum wir halt aus Deutschland und speziell auch aus der EU wechseln. In diesem Sinne, weiterhin frohes Schaffen, viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video und da wird es versprochen, da wird es dann auch wieder, da geht es dann auch wieder dann deutlich mehr um Paraguay und wird wieder einfach grundsätzlich von einer positiveren
Grundstimmung getragen. Gut, erstmal frohes Schaffen. Tschüss.